Ich dachte, hier kümmert sich jeder um seinen eigenen Kram. Hallo ihr, ich und meine Pflanze, die immer noch nicht so viel bringt hier in der Ecke, freuen uns natürlich, dass ihr wieder da seid. Es geht heute um natürlich nichts anderes als den besten Teil einer Reihe, wie ich finde. Und zwar den dritten Teil zu Jennifer L. Armentrouts Lux-Reihe Opal Schattenlands. Alle möglichen Infos sowie auch den Link zur schriftlichen Rezension findet ihr unten in der Infobox. So muss ich nicht ganz so viel erzählen darüber. Es geht wieder um Katie und Damon. Wer hätte es gedacht? Ich sage euch, dass das der allerbeste Teil dieser ganzen Reihe ist, weil ich noch nie so schockiert war am Ende, dass ich sogar getröstet werden musste, als ich es fertig gelesen habe. Es war schlimm am Ende, es war teilweise schlimm zwischendurch, es war so viel Gefühl in diesem Buch. Ob es jetzt traurig war oder gefühlvoll oder, keine Ahnung, prickelnd. Katie und Damon kommen sich in diesem Band näher als in allen anderen zusammen, irgendwie so gefühlt. Und die Frau weiß, wie man etwas beschreibt. Es passiert so einiges in diesem Band. Katie und Damon werden immer wieder auf die Probe gestellt. Sie müssen viel, viel durchmachen und viel, viel erleben. Es entwickelt sich ziemlich interessant. Die Charaktere kommen mehr aus sich raus. Sie entwickeln sich immer, immer weiter und immer mehr ins Positive, sage ich mal. Also immer greifbarer. Abgesehen von Dee. Denn sie hat sich gedreht um 180 Grad eher in die andere Richtung. Aber was das bedeutet, müsst ihr dann selber lesen. Selbst Ash macht Fortschritte. Und wir erfahren etwas über sie, was wir alle vermutlich niemals gedacht hätten. Also es ist sehr, sehr spannend. Aber leider hatte ich manchmal das Gefühl zwischendurch, dass Jennifer L. Armentrout in der Mitte eher Lückenfüller gesucht hat. Das hat so meinen Eindruck vom Buch ein bisschen getrübt. Das war schade, das hätte nicht sein müssen. Dann wäre es halt ein bisschen dünner geworden. Keine Ahnung, muss aber eigentlich echt nicht sein, dass man da noch extra was sucht. So wirkte es zumindest. Es wurde ein bisschen schleppend in der Mitte. Aber insgesamt war das echt gut. Und wie schon gesagt, das Ende ist... wo ist der nächste Band? Sagen wir es so. Ich glaube, das drückt schon alles aus. Ich möchte diesen nächsten Band jetzt sofort auf der Stelle lesen. Es hat mich fertig gemacht. Aber nicht nur das Buch hat mich teilweise fertig gemacht. Auch Katie hat mich ziemlich fertig gemacht in diesem Buch. Ich wurde auch wieder so sauer. Ich weiß nicht, wie eine Protagonistin mich so oft und so lange über eine Reihe lang komplett aus der Fassung bringen kann. Ich glaube, sie hat anscheinend, weiß ich nicht, eine Sehschwäche, ist blind oder keine Ahnung, hat Tomaten auf den Augen. Sie ist unglaublich. Unglaublich, unfassbar nervig gewesen in ihrem ja, naja, also ich weiß ja nicht und ich verdiene Damon ja gar nicht und der Kerl hat ja alles gezeigt und alles getan, gemacht, gesagt, damit sie eben einfach weiß, er will sie. Und was macht sie? Sie sitzt da die ganze Zeit und zweifelt an sich. Permanent. Sie zweifelt einfach nur an sich und das hat mich so, so aufgeregt. Ich meine, ich nehme ihr diesen Typen ja sehr gerne ab, so ist es nett. Wenn sie ihn nicht will, dann bitte. So, jetzt habt ihr einige Punkte gehört. Deshalb ist meine Wertung auch mit 4 von 5 ausgefallen, weil einmal dieser Mittelteil so ein bisschen lückenfüllerhaft gewirkt hat und wegen Katie, weil sie mich so, so aufgeregt hat mit ihren Tomaten auf den Augen. Das sind so einfach die zwei Punkte. Ansonsten hat mich ja dieses Ende auch schon so fertig gemacht und dieses Buch insgesamt ist wirklich so, so toll. Für mich der beste Band dieser kompletten Reihe, wie gesagt. Und ich würde euch empfehlen, ihn zu lesen, wenn ihr die anderen beiden Bände schon kennt, vielleicht nicht ganz überzeugt wart, so wie ich manchmal, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal diesen Band zu lesen und dann wollt ihr auch garantiert diesen letzten oder nächsten Band lesen. Ansonsten sind wir jetzt auch schon am Ende. Ihr könnt euch meine letzten beiden Videos hier rechts ansehen, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt es natürlich auch lassen, wenn ihr keine Lust habt. Ich hoffe, euch hat diese relativ kurze Rezension gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss!